Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatut, beim Clan True Warriors 2. Ja, ihr seht es zwar noch nicht, aber ich beginne heute mal etwas technisch hier in der Folge und das, was ich schon immer mal angedroht habe, ja, wie kann man eigentlich aufnehmen vom Handy, vom Mobile Device? Also ich habe mal eine ganz, ganz andere Möglichkeit hier genutzt, die habe ich vor ein paar Wochen mal gefunden und die App hier für mein Mobile Device heißt Stream Mirroring, ist sehr, sehr komplex. Aber ihr seht das hier, ich bekomme hier mein Handy-Bildschirm zumindest in OBS angezeigt, aber ihr könnt das auch in jeder anderen App machen, beziehungsweise in jeder anderen Anwendung, sei es VSC, sei es der Windows Media Player, also überall kann man sich letztendlich diese Adresse hier, die ihr hier seht, bei Spiegelung verfügbar bei, könnt ihr eingeben und dann seht ihr euren Bildschirm und könnt unter Umständen mit irgendetwas aufnehmen oder irgendetwas streamen, je nachdem, was ihr machen wollt. Und ich mache das Ganze im Moment über USB und da sieht man auch den Hinweis, Sie müssen folgendes Programm auf dem PC installieren. Das ist nur ein ganz kleiner Treiber, der es halt ermöglicht, dass das Handy über den Port 5000 hier an diese Software herangetragen wird. Und was man natürlich noch machen muss, also das ist sehr, sehr komplex hier, denn der Ton geht trotzdem nicht mit dieser App hier. Das finde ich jetzt aber nicht für meine Verhältnisse nicht so schlimm. Aber was man vorher machen muss, ich versuche da jetzt mal reinzugehen. Und ihr seht das hier, jetzt geht das hier auch auf Hochbild. Man muss in die Einstellung gehen, also zumindest bei meinem S7 Edge hier. Ihr seht das ganz, ganz unten, sind die Entwickleroptionen an. Die sind eigentlich nicht default an, sondern wenn ich in die Geräteinformation reingehe und dort auf, jetzt muss ich mal schauen, was es eigentlich ist. Ich glaube, es ist, wartet mal, ich muss mal eben gucken. Nee, es ist nicht die Bildnummer, Softwareinfo. Ja, es ist, man klickt einmal in Softwareinfo und wenn ich jetzt 7-mal auf Bildnummer drücke, dann bekomme ich die Entwickleroption frei und in den Entwickleroptionen dort muss ich natürlich freigeben, dass ich mein USB hier freigebe. Das heißt also, ja, eigentlich letztendlich ist es zum Entwickeln, aber ihr seht das dort, das USB-Debugging muss eingeschaltet sein, damit dieser Treiber auf den PC greift. Und das also nur mal als technischen Hintergrund. Ich habe heute mal am Handy aufgenommen für euch, für die Aufnehmer, für die Streamer. Ich weiß es nicht, wen es interessiert. Ich denke mal, es ist dennoch relativ interessant, denn das mache ich auch nicht alle Tage. Also gehen wir mal rein. Wir gucken mal, ob ich jetzt auch Clash of Clans hier reinkriege. Ihr seht hier immer noch, dass ich im Moment streame. Also meine Spiegelung ist gestartet zu OBS hin. Und ich schaue mal, ja, ihr seht das hier, das ist mein S7 Edge mit dieser Seitenleiste. Und jetzt starte ich mal mein Clash of Clans. Denn mein Clan hat Sorge, dass ich den zweiten Angriff nicht mache. Aber ich mache ihn natürlich. Und ich denke mal, manchmal verzerrt das so ein bisschen. Aber über die USB-Schnittstelle ist das schon nicht schlecht. Lest euch genau die Beschreibung durch. Dieses kleine Programm hier kostet 5,50 Euro oder 5,48 Euro. Und dann werdet ihr sehen, was es dort für Optionen gibt. Im Moment bin ich hier in meinem RH9-Dorf. Und ihr könnt sehen, wenn ich also so ein bisschen so hin und her scrolle, dann kommt das in jedem Fall mit. Es ist so ein kleines bisschen verzögert. Ja, das sind natürlich die Schnittstellen, durch die diese Bildbewegung jetzt geht. Und ich habe meine Schnittstellen auch ziemlich hart eingerichtet. Also volle Power, volle Qualität hier. Und ihr seht das hier, wir haben noch 9 Minuten Clankrieg. Und ja, mein Clan hat ein bisschen Sorge, dass ich nicht mehr angreife. Aber ich werde gleich meinen Live-Angriff auf die Nummer 3 machen. Gar keine Frage. Denn der Gegner müsste jetzt 13 Sterne bei uns holen. Das ist doch schon relativ schwierig. Also selbst wenn wir mal durchzählen. Die RH10er hier würden jetzt 1, 2 unsere obersten oder relativ obersten RH9 hier dreiern, sind das 6 Sterne. Ja, wir zählen einfach mal weiter. 7 Sterne, 8, 9 Sterne. Damit sind es 4 Angriffe, die schon mal weg sind. Und dann sind es immer noch 9er, die hier weg sind.
Ja, und der Gegner hat auch nur noch 2 9er Angriffe hier, beziehungsweise nein, es sind ja 10 Angriffe. Der Gegner war nämlich stärker mit 3 Zehnern und wir gegen 3 9er. Also wir waren ja oben nur 9er und der Gegner hatte hier 10er. Und hier unten haben noch ein paar 8er was offen. Die hätten jetzt noch was reißen können bei unseren 8ern. Ich gucke mal eben rein, wo hier noch was offen ist. Ja, da ist auf jeden Fall noch was offen beim Faulan, beim NFS. Das wären noch 2 Sterne gewesen hier. An der Stelle beim Dada, da muss ich mal eben reinschauen. Ich kenne hier auch mal wieder nicht alle. Ja, das ist schon RH9er, ja. Also für einen RH8er schon sehr, sehr schwierig. Und also der CK hier ist, ja, ich denke mal, er ist gewonnen. Ich weiß, True Warriors 2, die, die meinen Kanal schauen, die, die mich abonniert haben, ich weiß es selber, ich kann nicht jeden Clank zeigen. Hier wird natürlich jeden Tag gefragt, Toto, zeigst du was? Machst du was? Nein. Ich mache nicht jedes Mal was, ihr seht das hier, natürlich nicht da, ich bin natürlich immer dabei, sondern wir sehen das einmal hier, ja, wir haben den vorletzten Clankrieg, diesen 20er, knapp verloren hier mit 51, 56, danach aber gleich wieder unsere grüne Serie aufgebaut und ich weiß, es sind gute Kämpfe von euch dabei, aber ich kann einfach nicht alles zeigen, das ist einfach mal so, auch wenn es super knapp ist. Ich kann nicht immer alles abdrehen. Ich denke mal, auch für den Zuschauer ist es manchmal nicht so interessant, TW1, TW2, TW1, TW2. Ja, sondern ich finde, mein Kanal muss so ein bisschen dynamisch bleiben. Und deswegen einfach mal so ein Ding hier heute mal rausgehauen mit der Software am Anfang. Ja, das ist eigentlich ist es nur für Streamer interessant. Ich habe das mal rausgefunden, beziehungsweise der Sky hat mich mal darauf aufmerksam gemacht und ich habe es mal ausprobiert, habe das Ding gleich gekauft. Ich finde es in Ordnung und ihr seht das hier, ich habe eine volle Armee. Ich habe eine volle Clanburg und soll noch die 3 machen hier auf 3 Sterne. Na, das ist sowieso schwer genug für mich, denn die 3 ist auch ein RH10er, wenn auch nicht so super stark. Aber wir gucken mal rein. Wir gucken uns die Base einmal an hier im Scout-Modus und ja, jetzt habe ich geklickt, ja. Also ihr seht das, wie gesagt, immer so ein bisschen zeitverzögert hier. Also ich habe mir gedacht, ich komme über diese Flanke hier mit den Sachen hier über die Queen hier in diese Base rein, in der Hoffnung eine den Luftfeger zu schaffen. Den Luftfeger muss ich einfach packen für meinen Golalohn. Und ja, das, ich weiß noch nicht, ob es klappt, denn der Bombenturm wird mir schon ein bisschen zusetzen. Ja, so viel Schaden macht er auch nicht auf 2. Auch das muss man immer mal gucken. Was macht der per Second? 28. Ich meine, ich komme jetzt gleich hier mit dem 4er Golem auf diesen Bombenturm zu. Und mal gucken, wie ich in diese Base reinkomme. Der Rest, denke ich mal, geht dann letztendlich über diese Luftabwehr und über diese Luftabwehr. Das weiß ich aber noch nicht, je nachdem, welche ich schaffe. Also, wir gucken mal rein. Ich würde sagen, ja, Spot an. Ich hau hier mal rein mit meinem RH9-Akkord, mit dem Donnerbengel, sage mir Attack und habe alle Truppen beisammen. Alles ist grün, also ihr solltet immer darauf achten, dass die Haken rechts, links, Entschuldigung, von euch aus gesehen, immer alle grün sind, auch wenn da unten steht, oh, bist du wirklich ready, alles rot? Nein, ich bin hier wirklich green. Und deswegen kann ich auch attacken hier an der Stelle und schau mal, ob das so klappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Also, wir nehmen hier jetzt erstmal den Bohrer raus. Ja, den Bohrer nehmen wir mal raus, dann ist der schon mal weg. Dann können meine Magier nämlich so ein bisschen weitergehen und ich gehe hier jetzt genau so in diese Base rein. Hier hinten haue ich 2 Magier rein, hier ein und hier jetzt zentral die Mauerbrecher. Die gehen auch durch, das ist super. Ich muss jetzt mal ein bisschen weniger kommentieren eben. So, hier kommt mein Sprung rein. Mal sehen, wie jetzt meine Truppen hier gehen. Ich schicke mal noch einen Magier hier mit rein. Und ich kriege noch gar keine Clanburg hier vom Gegner, okay. Wo bleibt die Clanburg vom Gegner? Da ist sie. Jetzt kommt sie rein, okay. Ich muss eben mal meinen King hier zünden. Muss mal eben so ein bisschen Wut hier reinwerfen. Und ja, ich denke, wir können den Heil auch machen. Das sieht trotzdem super aus hier.
denn 1, 2, 3, 4 und den geworfen hier. 1, 2, 3, 4 und den geworfen. So, dann schauen wir mal, was diese Truppen hier jetzt noch reißen können. Queen ist noch am Start. Entschuldigt. Ich spreche so ein bisschen gerade nach unten hier. Oh, da sind gerade alle meine Loons gestorben. Das ist natürlich blöde. Ja, ich denke mal, das wird ein 2-Sterner. Ist aber nicht so schlimm, ist ein Stern mehr. Da oben leben immer noch die Tesla. Hallo, sind da alle Truppen rum geflogen oder was? Meine Herren, so ein Mist hier. Doof. Also ich habe gerade das Gefühl gehabt, alle Truppen sind um diese Teslas da oben herumgeflogen. Die wollten die Teslas nicht machen. Und ja, ich mache hier noch ein bisschen Cleanup. Ist immerhin ein Stern mehr. Passt. Naja, Mann. Aber ich denke, es ist eine gute Möglichkeit hier. Und ihr seht das auch qualitätsmäßig. Ist das auch on top hier, also auf Höhe zu den anderen Aufnahmeprogrammen, die ich sonst nutze. Ich weiß immer noch nicht, warum hier oben noch 2 Tesla stehen. Es ist mir ein Rätsel, muss ich mal so sagen. Ich verschränke auch gerade die Arme in den Hüften. Was ging denn da eigentlich los? Okay, es war ein Stern mehr, immerhin. 3 Sterne ist es nicht mehr geworden. Jetzt muss der Gegner allerdings 14 Sterne aufholen. In den paar Minuten, die wir noch haben. Wir haben jetzt noch ein paar Zuschauer. Und jetzt geht auch hier unser letzter Barbar flöten. Ja. Ich denke, das hat trotzdem gereicht an der Stelle. Und ich will gar nicht mal abwarten. Das Kriegsende hier 1 Minute 51. Also 41 gewinnt hier. Ist natürlich auch nicht schlecht. Und wo wir schon mal hier sind, ich bleibe jetzt auf dem Mobile Device hier einfach mal drauf. Und wir gucken hier noch so ein paar Clan-Kriegskämpfe aus den unteren Bereichen hier. Dann sieht man mal, wie dämlich das hier manchmal in Clash of Clans abgeht. Denn ihr seht das hier, ja, solche Bases. Oh, eine Engineering Base, RH6, mein Gott. Ja, so ein Blödsinn, ey, Leute. Also nicht Leute, sondern Bang Demons. Ich weiß, du willst dir bestimmt so einen tollen Account aufbauen, aber so wird das leider nichts. Also zumindest nicht gegen uns Two Warriors hier, denn das ist ein Schuss nach hinten. Die räumen wir in jedem Fall ab. Und ich weiß jetzt gar nicht, wer da schon gratuliert hat oder wer noch nicht gratuliert hat. Ich muss eben mal das Handy etwas leiser machen, denn der Ton kommt hier nicht mit durch. Das ist ein bisschen das Problem an dieser kleinen App hier. Du musst, damit du den Ton durchbekommst, hier auch noch eine kleine App installieren. Und diese kleine App, um den Zugriff auf den Ton zu bekommen. Ich weiß gar nicht, warum das hier so schwer ist auf Androids. Musst du dein Mobile Device routen. Und das kann ich natürlich nicht machen. Das mache ich nicht. Ich werde niemals mein S7 hier routen. Nur um hier Sound durchzukriegen, um etwas aufzunehmen. Deswegen denke ich mal, mit ein bisschen Hintergrundgeludel und so ein bisschen Clankrieg hier reicht das vollkommen. Reicht das vollkommen hier? Also, hier haben wir den Angriff vom Chief Barfuß. Es hat ja schon mal jemand geschrieben, ja, bist du nicht der Chief Barfuß? Und redest in meiner dritten Person? Ja, manchmal rede ich so, aber es kennen ja nicht alle meine Videos und meine Charts. Deswegen rede ich natürlich auch manchmal in der dritten Person vom Barfuß. Also, der Barfuß kommt hier gut in die Base rein, eigentlich so wie es der Gegner erwartet, über dieses komische Quadrat hier. Da ist natürlich viel Def, da sind Fallen, da sind die Skelette, da kommt die Clanburg, aber das war mir an der Stelle mal so richtig egal. Und ich bin hier an dieser Stelle, oh, ich muss mal gerade klopfen und mir auch was zu trinken aufmachen. So. Dann habe ich auch ein bisschen was für meine Stimme. Und dann ja, sehen wir hier, dass ich mit den Hog Ridern hier letztendlich gut in die Base komme. Ich denke mal, auch das ganze Scrollen hier, die Qualität kommt mit dieser App hier wirklich gut rüber. Also, wenn ihr streamt, wenn ihr aufnehmt, das ist keine reine
Stream-Software hier, sondern mit dieser Software kann man auch aufnehmen. Denn wenn ihr so einen VLC Media Player habt oder den Windows Media Player, dann könnt ihr euch dieses Bild hier in diese Media Player projizieren lassen und könnt in den Media Player aufnehmen. Ja, also PC-Aufnahmen sind ja möglich. Auch bei mir nutzen auch manche nutzen es tatsächlich in mein Google Drive. Das heißt also, ihr könnt mir die Dateien, gute Angriffe, skurrile Angriffe, crazy bases oder was auch immer in mein Google Drive reinlegen. Ich baue das meistens ja in meine Dorfbesuchsfolgen ein und ich habe auch heute Abend mal wieder einen Kommentar gelesen. Ich lese ja meistens abends die Kommentare und kommentiere hier die Clankriege immer ganz hart, sehr zeitnah mit. Ich habe es gelesen. Nein, wer es mir auch immer geschrieben hat, es nervt mich nicht. Wann ihr mich fragt, wann kommt Toto, wann kommt deine nächste Dorfbesuchsfolge? Sie kommt am Donnerstag raus, das kann ich euch hiermit schon mal versprechen. Und ich habe ein bisschen, weil diese Dorfbesuchsfolgen sind immer so ein bisschen Aufnahme aus mehreren Stücken, also aus Angriffen von euch, ein bisschen Dorfbesuche. Dann gucke ich natürlich mal wieder, wer ist abgefarmt, wer ist nicht abgefarmt. Und wenn mir zu viel abgefarmt sind von denen aus meinen Dorfbesuchen, dann warte ich halt noch einen Tag und starte die Folge nicht nochmal neu, sondern diesen Abschnitt nochmal neu. Und deswegen dauern bei mir die Dorfbesuchsfolgen immer ein bisschen länger. Wenn das nicht so sein sollte, dann müsste ich einfach mal einen Dorfbesuchsstream machen, denn da haben wir das mal am Stück. Plane ich auch, aber ihr wisst das selber, Mensch, ich bin auch ein beschäftigter Mensch, Familienvater und na, da dauert es manchmal ein bisschen länger, bis bei mir ein bisschen was auf die Reihe kommt. Aber es kommt natürlich irgendwann mal auf die Reihe, genau wie mein Community-Clan irgendwann mal auf die Reihe kommt. Aber ich sage immer, Zeit muss stimmen und das Umfeld muss stimmen, damit wir sowas durchführen können. Ich weiß, ich hab das gesehen in euren Kommentaren, also vielen, vielen Dank. Ich lese ja doch sehr, sehr viel hier in YouTube und eure Kommentare gehen nicht an mir vorbei, auch wenn ich sie manchmal nicht alle beantworte. Also ich lese sie alle und wenn dort jemand schreibt, im Toto Community Clan, ich bin auf jeden Fall dabei und ich gebe da keine Antwort zu, dann seid euch gewiss, dass ich diese Antworten gelesen habe. Ja, also das ist nicht so, dass ich das dann ignoriere, so nach dem Motto, naja, da will mal einer oder da wollen mal zwei. Nein, ich lese alle Kommentare hier. Es sind ja auch nicht so viele. Das hält sich noch in Grenzen, das kriege ich immer hin. Irgendwo zwischendurch quetsche ich das rein. Und ihr seht das ja auch, denke ich mal. Wenn ihr mir einen Kommentar schreibt, dann bin ich in der Regel gewillt, den auch irgendwo zu beantworten. Und wenn es nur ein Smiley ist, was ich mit einem Gegensmiley konter, ist das eine Antwort. Und ihr wisst letztendlich, ja, da hat mir der Toto geantwortet. Der hat meine Nachricht gelesen. Und das finde ich in Ordnung. Und ich mag das auch, dass die Kommunikation mit der Community hier unbedingt aufrechterhalten sein muss, denn das ist so ein bisschen, ja, das ist ja mein Auge nach draußen, ja, so, was macht das Umfeld, was machen die Clasher, was machen die Kommentare, was machen die Abonnenten, das ist mir also, glaubt mir jetzt nicht, es ist mir schon wichtig, ja, manchmal erscheint das ja nicht so, aber ich denke mal, dass ihr seht, anhand meiner Kommunikation und auch anhand dieses Videos hier, dass wir hier durchaus immer wieder nah in den CKs sind und wir sehen hier einen Angriff von Lukas. Ein RH9, ich gehe mal ein bisschen näher rein, weil ich bin heute selber ja am Mobile Device und ja, sehe das gar nicht mal so. Ich sehe es eigentlich so wie ihr und so wie ich ja auch immer Videos gucke. Ich gucke ja unheimlich viel Videos oder Livestreams am Mobile Device und da stört es mich dann oftmals, dass es alles so klein ist, der Broadcaster, so will ich mal benennen, hier nicht so ein bisschen reinscrollt, um mal ein bisschen was näher zu zeigen. Denn was interessiert mich hier unten der King, der hier jetzt ein paar Lager macht? Nein, ich will ja hier die Mitte sehen. Hier Kill Squad, ja, was hier schön sich durch die Base bohrt und letztendlich kommt natürlich irgendwann der Rest rein, nämlich 20 Hawks hier in Verbindung noch mit Magiern. Also hier ist noch so richtig viel offen und hier kommen die Hawks rein. Ich hätte sie da auch geschickt, um so ein bisschen mein King
und die Truppen da unten zu schützen. Hat er gut gemacht hier an der Stelle, der Lukas. Und ich glaube, er hat auch zwei Angriffe hier super abgeliefert. Es ist auch mal wieder ein bisschen an der Zeit, den einen oder anderen, ja, glaube ich, zu befördern. Denn bei uns sind ja der Lichtle 2 ist weg, der Kevin ist weg. Und ich hab so ein bisschen das Gefühl oder die Befürchtung, dass die so ein bisschen zu lange schon jetzt in True Wars 1 sind. Und deswegen werde ich auch am Ende dieser Folge hier jemanden befördern, der hier echt treu ist, ein guter Angreifer ist, guter Spender ist, viel für unseren Clan da ist, denn das ist auch wichtig. Ich bin zwar, na, nicht wirklich, ich bin jetzt zwar mit dem Donnerbengel drin und mit dem Chief, aber auch nicht immer. Auch das bitte ich immer so ein bisschen zu entschuldigen. Es ist echt schwer, mehraccountig hier überhaupt live zu sein oder online zu sein, wenn du arbeitest, Kinder hast, Familie hast, Freizeit hast. Ich mache auch noch was anderes. Und deswegen werden wir hier auch am Ende dieser Folge hier jemanden zum Vizeanführer machen. Das freut mich, muss ich sagen, wirklich besonders. Das ist jetzt unabgesprochen, aber ich glaube, das muss ich mit dem Timo, mit dem Praver hier, unseren Anführer, gar nicht absprechen. Da wird er mir absolut zustimmen, wenn ich das mache. Denn ich könnte jetzt natürlich in unsere WhatsApp-Anführergruppe schreiben, sag mal, wie immer, ich möchte gerne den und den zum Anführer haben. Und ist das in Ordnung? Ja, nein, vielleicht. Ich mache das einfach. Und wenn es unserem Anführer nicht passt, dem Praver, dann wird er schon sagen, oh nee, den doch nicht. Aber ich glaube es nicht wirklich. Ich glaube es nicht wirklich. Ich denke mal, wir werden den richtigen hier erwischen, der hier demnächst hier so ein bisschen das Vize-Sein mit anführt. Und ja, es freut mich eigentlich an der Stelle. Es war überfällig, aber es war einfach an der Zeit und ich finde es auch fair. Denn es gibt ja schon einige Spieler, die hier sehr lange spielen, sich immer wieder eingeben, die hier Kommentare posten, die auch gar keine Ambition haben. Das kommt noch dazu. Keine Ambition haben, mal in TW1 zu spielen. Ja, so nach dem Motto, du kannst, hast mal Lust, bei uns im TW1 zu spielen. Und dann sagen die, moah, nö, ich fühle mich hier eigentlich in TW2 richtig wohl. Ja, hier kann ich spenden, hier kann ich cool angreifen. Und bestens, echt bestens hier. Das motiviert mich natürlich auch, denn solche Leute hier dann zum Vize-Anführer zu machen, denn die haben es dann, ja, sie haben es verdient. Ich sage hier immer Vize, Ältester, ja, das sind alles nur Titel. Aber die Leute hier können Entscheidungen treffen und das müssen sie auch. Können also schon genau sagen, du mach mal die Base, mach mal die Base. Das ist ja auch nicht ganz unwichtig, wenn wir hier mit unserem Paar im Moment sehr, sehr wenig Vizes in den CKs sind, dann können wir natürlich nicht alles beantworten und viele warten dann auch auf unsere Antwort, wo sie dann fragen, Mensch, Toto, was soll ich machen? Welche Base? Und dann warten die wirklich auf eine Antwort. Das ist auch in Ordnung, ja, an der Stelle. Aber wenn man dann natürlich einen hat, der hier so 2 bis 8 Mal ins Spiel reinguckt und einfach nur dazu was sagen kann, so nach dem Motto, habe ich gecheckt, yo, mach mal, dann ist das abgesegnet. Ist das abgesegnet, dann weiß man auch, ja, derjenige kennt Clash of Clans, der kennt die Taktiken hier, der weiß, wie wir hier gewinnen können. Und ich kenne das Ergebnis noch nicht, aber ihr seht es hier. Unser Clan sucht schon. Das ist auch, das ist, glaube ich, schon das zweite Mal bei mir in den Folgen hier, dass hier einfach so mal gesucht wird. Oh, wir haben gewonnen. 41, 28, jawohl. Mein Stern war der letzte. Und ich möchte euch aber trotzdem nicht vorenthalten, ja. Also der Gegner hat uns hier oben nicht mehr angegriffen. Ich denke mal, die Zehner hier hätten nichts mehr gerissen. Und trotzdem möchte ich euch den Angriff, einen hatte ich noch hier, vom, ah nee, der war es gar nicht, Freiwild auf 1, Freiwild auf 4 hatten wir, glaube ich, gerade, Donnerbengel, Babahüs, oh, wen habe ich denn hier noch gehabt? Hier ist er, der Pietro, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ich glaube, es ist ein tschechischer Name, ist seit geraumer Zeit hier bei uns im Clan drin und ja, hat sich hier nett vorgestellt.
hat sich hier eingegeben, hat gesagt, Leute, will mit euch kämpfen hier. Und ich denke mal, ist auch gar nicht mal so ein schlechter RH9. Ja, 15-15er Kombi oder 15-13er Kombi passt. Ja, seine Base ist auch nicht schlecht, muss man dazu sagen. Also einige RH9 Bases habt ihr ja auch gesehen, so ein bisschen, wenn ich mal rumswitche. Die haben mir schon gut gehalten, also die haben für diesen Gegner hier gereicht. Nicht für alle Gegner reichen die, aber diesen kleinen Rusher-Clan hier haben wir zumindest mal wieder bezwungen. Auch wenn die oben drei RH10er hatten, wir nur drei RH9er. Also eigentlich musst du das als Clan ausnutzen, ja, wenn du oben nur RH9er hast und du hast selber RH10er, aber die RH10er waren auch, sie waren auch nicht gut. Also zwei haben ja gar nicht angegriffen, haben wir gerade gesehen. Der erste und der zweite, die haben gar nicht erst angegriffen, die hatten nur Farmtruppen am Start. Habe ich eben schon gesehen. Und der dritte hat wenigstens ein bisschen angegriffen, aber der hat auch beim RH9 bei uns keinen Dreisterner geholt. Und deswegen wusste ich eigentlich schon ganz, ganz früh hier, weit vor Schluss hier, das ist hier unser Ding. Das ist der Clan True Warriors 2, die hier mal wieder einen Gegner niederstrecken. Die es hier mal wieder schaffen, viele Dreisterner zu holen. Also ich will nicht sagen, es sind gute Angriffe hier. Ich habe zu Bocker auch mal gesagt, manchmal sind es auch nicht gute Angreifer, aber es sind stabile Angreifer. Ja, manchmal, also mir ist lieber, wenn ich jemanden dabei habe, der hier von mir aus immer zwei Sterne holt, aber er macht seine Angriffe. Ja, er macht seine Angriffe, er gibt sich Mühe. Man sieht, dass er sich Mühe gibt. Und wollen wir ehrlich sein, da müssen wir gar nicht erst meckern hier, so nach dem Motto, boah, du holst dann die drei Sterne. Und irgendein anderer hat gar nicht erst angegriffen, der vielleicht irgendwo mal einen drei Stern gerissen hat. Nein, es ist mir viel, viel lieber, wenn die Leute hier angreifen, schön ihre Angriffe machen, sich immer ein bisschen mehr Mühe geben, so ein kleines bisschen vorankommen, als dass ich einen habe, der zwar ab und zu mal angreift, ja, er macht dann drei Sterne und wir dann sagen, ah, ist er zweifelhaft, nehmen wir den noch, bleiben wir dem noch treu. Und deswegen bleibt ihr ruhig, ihr Zwei-Stern-Kämpfer, denn dieser Clankrieg war ein Ein-Stern-Clankrieg. Ich kann euch das mal zeigen. In meinem Team, da haben wir nämlich am Anfang nur einen Stern geholt, deswegen heißt diese Folge auch so, also ganz am Ende, boah, voll der Clickbait vom Toto. Ja, deswegen heißt dieser Krieg auch Einsternkrieg. Freiwild ein Stern. Baba ein Stern. Lukas ausnahmsweise drei Sterne. Ja, Thor hat später ausgeholt. Keep Kyle muss man leider entlassen. Aber der Dada hat einen Stern am Ende geholt. Der, wo ist er eigentlich hier? Ach, ich hier oben. Erster Angriff ein Stern, ja. Also viele Angriffe waren hier erstmal Ein-Stern-Angriffe am Anfang und sind dann erst zu zwei Sternen geworden. Und der Gegner, oh, ich habe jetzt gerade ein bisschen krass rumgeswitcht. Und der Gegner, ihr seht das hier, ein Stern, ja, hier sind es drei Sterne im zweiten, ein Stern. Er hat hier unheimlich viele Ein-Sterne erstmal gelassen in den Bereichen hier. Und so waren wir auch. Und ich habe erst gedacht, boah, das packen wir ja nie. Wie auch, wenn wir hier oben nur ein Sterne machen, aber es haben alle gut mitgekämpft, alle gut kompensiert und Glückwunsch an den Clan True Warriors 2 hier, ist natürlich immer so ein bisschen ins Ego, aber seht mir das nach, also nochmal, bitte entschuldigt, dass ich nicht alle Clankrieger aufnehmen kann, ich weiß, dass ihr alles tolle Typen seid, tolle Leute seid, das geht nicht an mir vorbei, also glaubt es mal nicht, ich nehme das alles auf, verarbeite das auch alles, aber ich freue mich, mit euch hier weiterhin zu kämpfen, egal ob mit dem Donner, mit Thorsten. Thorsten ist sogar hier im Clan, ja. Thorsten, ja. Ist hier oben, ganz, ganz oben, ja. Warum? Wir brauchen dringend RH10, RH11. Also so ein bisschen, die mit uns hier im oberen Bereich kämpfen, die so ein bisschen mitspenden. Ich bin hier eigentlich nur in den Clan reingekommen, um so ein bisschen was zu spenden, denn der Lord Helmchen, der eigentlich ein guter Spender ist, ihr seht das hier, ist ein bisschen offline, levelt seine Helden und, also kleiner Aufruf nochmal am Ende. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen hier mit mir aus dem RH9-Dorf hier von den True Warriors 2. Und bis dahin, euer Toto. Clasht. Nee, nix hier. Bis dahin, euer Toto. Clasht.
Ich habe ja versprochen, dass ich hier jemanden befördere. Also, ich gehe einmal mal rein hier. Und ihr habt es ja eben schon gesehen, wir suchen schon wieder neu. Aber ich möchte trotzdem nicht vermissen, jemanden hier zu befördern. Denn ich gucke jetzt mal so ein bisschen runter. Ja, der Baba Hüs hier. Ich glaube, der Baba Hüs hat es verdient. Denn es ist ein toller CK-Angreifer. Er ist immer da mit Rat und Tat zur Stelle. Er ist jetzt zwar rot. Ich hoffe, er macht Helden. Jawohl. Aber ich werde ihn jetzt zum Co-Leader machen. Und das freut mich ganz besonders, muss ich sagen. Denn, ja, wir haben wieder einen Co-Leader mehr hier. Und ich sage auch mal Glückwunsch. Das hat er verdient hier. Er ist auch gerade online. Super. Also, ich hätte es fast vergessen. Mann, Mann, Mann. Da sage ich immer was an und dann nehme ich das nicht auf. Also, ich denke mal, der Baba Hüs hat es verdient. Er zollt uns auch gleich mit dem Thanks. Super Sache. Und jetzt aber wirklich endgültig. Bis dahin, euer Toto. Clashed.